Guten Morgen, meine Damen und Herren. Heute fahren wir Buggy. Jetzt sind wir gerade im Hotel und frühstücken. Und nach dem Frühstück geht's auch schon los. Amir, was gibt's zum Frühstück? Boah, wir haben hier noch gar nicht gefrühstückt. Das ist unser erster Tag, wo wir frühstücken. Vielleicht gibt's ja Laugenbrezel. Oder Schweineschenken. Hier irgendwo müsste Can Abidjan sein jetzt. Was gibt's zum Frühstück, Bra? Kellogg's. Da das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des ganzen Tages ist, nehmen wir uns zwei Eier raus. Zwei wunderschöne afrikanische Eier. Eine Scheibe Käse. Ein paar Kartoffeln, eine ausgewogene Mahlzeit. Ausgewogen. Dann probiere ich mal die afrikanischen Eier. Boah, afrikanische Eier schmecken gut. Kann ich euch echt empfehlen. Ist eine 10 von 10. Dann hier noch die Kartoffeln. Kartoffeln aus Afrika. Wow. Das ist Honigmelone. Reicht sich an Vitaminen und sehr, sehr wichtig. Braucht ihr auf jeden Fall in eurem Leben. Nee, danke. Ja, bleibt halt mehr für mich. So, da waren wir jetzt drin und haben es geklärt mit den Boogies. Jetzt haben wir hier geile Boogies. Wir werden Boogie fahren. Jan Brock ist ein guter Boogie-Fahrer. Der hat eine Ausbildung absolviert. Ich bin der Boogie-Man. Wo sind meine Würmer? So, guys. 5-6 Meter Distance. Keep in the line. Er bespricht gerade die Regeln mit uns. Weißt du, was ich meine? These are the rules. Anschnallen, ganz wichtig, das ist zu unserer Sicherheit. Los geht's, wir fahren jetzt Boogie am Strand. Hallo! Die Leute hier sind sehr freundlich, die grüßen einander auf jeden Fall. Stabil, bra, stabil. Ihr müsst wissen, Freunde, da neben uns ist direkt der Strand. Seht ihr den? Was passiert jetzt? Er sieht einfach aus wie ein Marvel-Bösewicht. So, wir machen jetzt eine kleine Pause bei Pablo Escobar, seiner Residenz. Can I taste it? Can I eat? Wow, das ist lupenrein, pure Qualität. Das Ding können wir verticken. Baron Can, darf ich ein bisschen mitnehmen für meine Familie? Nein. Bitte, die verhungern doch, die brauchen das Zeug. It's not a salt, it's a sweet. Can I put it in my nose? It's the cocaine, yeah, the pure cocaine, the sea cocaine. Also er meinte, ich kann es auf jeden Fall ziehen, weißt du, was ich meine? Weiter geht's. Ein 500er, bei dem jede Fell geglänzt. Weißt du, was ich meine, Bra? Ich könnte Formel 1 Fahrer werden. Da hinten sind Löwen, wir müssen schnell machen. Schnell, die Löwen jagen uns. Ah! Das war's auch mit der Quad-Tour. Also es macht einen echt müde. Anstrengender als man denkt. Thank you very much. Wir haben alles dreckig gemacht. Meine Mütze ist voll verstaubt. Heute spielt das Wetter tatsächlich mal mit. Die schöne Sonne, die strahlt auf meine staubige Cap. Sowas muss man mal können. Also auf dem Kopf kann ich es nicht balancieren, aber ich kann es auf einer anderen Körperstelle balancieren. Glaube ich dir nicht, zeig mir das später. Also es gibt ehrlich nichts Besseres als barfuß am Strand zu laufen. Es ist wirklich ein wunderschönes Gefühl, wie der warme Sand meinen nackten Fuß berührt. Schaut euch mal diese riesigen Wellen an. Jetzt kommt eine sehr große Welle. Kein Wunder, weshalb Menschen hierher kommen, um zu surfen. Ich hab Bock auf Surfen. Hast du Surfingenieurswesen studiert? Nein, Wirtschaftssurfing. Uns werden gerade Massagen angeboten. Thank you. You boys come and make massage show. You guys doing video. Come and make massage show, my friend. Thank you very much, sister. Ich glaube, wir sind irgendwo, wo wir nicht sein sollten, Amir. Mir ist aufgefallen, egal in welchem Land wir sind, werden uns Massagen angeboten. Und immer wenn wir reingehen in diese Massagen, ist es irgendwie keine Massage, sondern eher was ganz anderes. Und zwar etwas viel Intimeres als Massage. Ich enthalte mich vollkommen. Warum hast du dann die Visitenkarte angenommen? Also ich habe Lust auf Kokosnuss. You have fresh coconut? Okay, 2 coconuts. Das ist eine sehr seltene Mosch. Amir, willst du anfangen? Oh. Haha, Can, wir trinken frische Kokosnüsse und du nicht. Also es ist wirklich ein schönes Erlebnis. Sowas ohne Can zu trinken macht so Spaß. Oh, hello. How are you guys? I'm fine. Good, very good, yeah. Jetzt probiere ich die Kokosnuss. Boah, also diese Kokosnuss hier ist sehr, sehr frisch. Und ohne Can schmeckt die noch frischer. Ich wünschte, Can könnte das auch erleben. Er muss gerade Papierkram erledigen. Ja, wer es glaubt, wird selig.
Wir sind gerade hier in einem Früchtemarkt. Man kann hier Obst kaufen. Ja. Und hier wiegen wir das? Fresh Papaya from Santiago. Goodbye, thank you. So sieht übrigens das Geld hier aus. Schaut euch diesen Schein mal an. Weiß einer in den Kommentaren vielleicht, wer das ist? Ich weiß, wer das ist. Wer ist das? John ist die Kenntnis. Das. John F. Kennedy. This is for YouTube, brother. Muslim. Yes. Muhammad. Muhammad? Yeah. My name is Lazo. Lazo. Yes. Amir. Amir. Okay. I want to cut my hair, brother. Oh, oh, this is like you. Yeah. From Guinea-Bissau. Guinea-Bissau, where is this? Gambia, Guinea-Bissau. Oh. Ah, okay, Gambia, yeah. Yes. So, wir haben jetzt genug unternommen. Es wird Zeit, meine Haare zu schneiden. Da gehen wir jetzt rein. So, perfekt. Der wird jetzt meine Haare schneiden. Sieht gut aus. Ein recht moderner Laden für so eine Insel. Wie soll ich am besten meine Haare schneiden? Welchen von diesen Hairstyles soll ich nehmen? We'll make here zero, but here no, okay? And I like this. Also ich vertraue dem Bruder auf jeden Fall. Weil er hat selber einen guten Style. Bro, I like your hair. You have nice hair. Deswegen, ich vertraue dem. Der hat auf jeden Fall Style. Der weiß Bescheid. We are from Germany. Ich sage euch ehrlich, ich glaube, er schneidet sogar besser als die Friseure bei uns. Weil die sehen ja alle sehr fresh aus. Also schlimmer als jetzt kann es eh nicht sein. Deswegen probieren wir es einfach mal aus. So, ich mache jetzt einen Cut und dann zeige ich euch später das Resultat. Ich sag dir ehrlich, er hat meine Haare nicht gefickt wie der andere Grieche da. Der hat eigentlich schon gut geschnitten. Ohne Witz, also er hat es wirklich gut hinbekommen. Also ich kann euch afrikanische Friseure empfehlen. Mach mal einen 360. Steifen von Jan, Steifen von Jan, Steifen von Jan. How much? Ah, 6 Euro für den Schnitt? Brother, hier, 10, okay? It's okay. Thank you very much. What's the name of this barber? What's the name of this barber? Kommt alle vorbei. Barbaria Faithful God. My name is Lazo, L-A-S-O. Thank you, brother. Goodbye. Ciao, ciao. Der hat sich wirklich Mühe gegeben für diesen Haarschnitt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Chanabi Jim auf meinen Haarschnitt reagieren wird. So, jetzt filme ich die Reaction von Chanabi Jim. Chanabi, ich war Haare schneiden. Ich hab Angst. Du musst aber ehrlich bewerten, okay? Okay. 3, 2, 1. Was ist das denn? Wieso hast du mich geschnitten? Was ist das denn, Bruder? Was ist das? Hä? Was ist das, Bruder? Du siehst aus wie ein Amerikaner von 1960, der beim Militär war. Bruder, lass mal erst. Das steht dir gar nicht, Bruder. Ja, Bruder, das steht dir nicht mal gut. Was ist das, Bruder? Er sieht aus wie so ein Pinsel, aber der kam aus Kunstklasse. Bruder, der hat sich voll gefreut daran, weil er sogar 10 Euro Trinkgeld gegeben. Warum machst du? Er gibt dir Trinkgeld, Bruder, Walla! Die müssen hier kürzer sein. Ich will die doch wachsen lassen komplett. Kann er doch, aber die müssen doch gleichmäßig aussehen, Bruder. Guck, wie das aussieht. Der muss ab hier komplett wachsen lassen. Das ist wegen seinem Kopf, Bruder. Der hat einen Eierkopf. Das steht ihm nicht. Der kann doch frisch aussehen. Ja, mir vorhin auch so gesagt, das steht mir. Ja, ich 1, 2, 3 Wichser. Ne, ganz ehrlich, diese Scheiße tue ich mir nicht an. Schreib mal bitte in die Kommentare, ob mein Schnitt wirklich scheiße ist. Meiner Meinung nach hat er gut geschnitten. Keine Ahnung, warum die mich aussagen. Das macht gar keinen Sinn. Absolut keinen Sinn. Aber die Scheiße höre ich mir auf jeden Fall nicht an. So, die Jungs und ich gehen heute Abend was Schickes essen. Deswegen habe ich mich auch passend angezogen. Let's go, Amir. Wir gehen was Schickes essen. Übrigens haben wir uns die Villa erst neulich gekauft. Passend zum Outfit die neue Audemars Piguet. Die ist neu auf den Markt gekommen. Wir haben natürlich den besten Tisch von allen. Weißt du, was ich meine? Hello, Chanabi. How are you? Wo ist mein Geld? I don't have your money. Why? Because I lost the money. My problem is your problem. It's my problem, mister. Tomorrow. 6 p.m. Tomorrow, I give you your money, okay? Tomorrow, 6 p.m. Okay. If not, you see your nose. Tomorrow, after this, you don't see your nose anymore. Okay. And this is a big problem with this nose, you know? I understand, yes. So, dann esse ich mal das Essen, was auf den Nacken von Chan Brock ging. Das ist Lachs. Fick dich, ich will kein Ketchup, okay? Fick euch. Eins der besten Lachse, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Und für Chan gibt's heute Steak. Da, mach den noch. Alle beide sind fest. Bro, der ist schon fest. Nach vorne sind den geht's nicht gut, okay? Ich krieg den auch nicht auf. Der ist schon schlimm. Ich bin vorne. Die streiten sich gerade darum, wer das Ketchup aufmachen soll. So, jetzt probiere ich das Dessert. Wir haben hier einen Hot Brownie mit Eis. Das ist nicht mal Brownie und das ist nicht mal Eis. Das ist Sahne. 100. Man muss ja auch ehrlich sein, kann man schon besser machen, ja. Aber kann man sich geben, ist okay. Wie findest du den Brownie-Charm? Nicht so gut. Wisst ihr, der Vibe ist geil, du gehst so raus, weißt du, was ich meine? Wir sind hier bei einer Pizzeria und da ist überall Live-Musik und so. Weißt du, ich meine? Und wir haben Februar, es fühlt sich an wie Sommer. Ich laufe im T-Shirt herum. Wir essen gerade die Pizza für Chan Brock, sein Kanal. Sind die golden?
Relax, und wir haben dem Bra auch ein Stück gegeben. Merci, bro. Relax. Beaucoup de coussa. No. Oui. C'est bon là? Voulez-vous coucher avec moi? Non. Non. Non, non, non. Pourquoi? Pourquoi? Je vais dormir ici. Regarde. À la barrière des Champs-Élysées. Ils reden irgendeine Sprache, ich habe keine Ahnung. Was guckt er sich schon wieder an? Wie fandest du die Reise, Janabe? Ich fand die Reise sehr afrikanisch. Und das ist unser Taxi-Driver. We are going back home. Yes. Steifen. Käse steifen? Okay, jetzt steigen wir ein und gehen nach Hause.